Wie erkennst du, ob du an einem Magnesiummangel leidest? Das ist leider schwierig über einen Bluttest herauszufinden, weil sich unsere Magnesiumteilchen nicht alle im Blut befinden, sondern auch im Rest unseres Körpers. Denn Magnesium ist an über 300 Enzymaktivitäten in unserem Körper beteiligt. Also ein sehr, sehr wichtiges Enzym, ein sehr wichtiges Element unseres Körpers. Und du kannst herausfinden, beziehungsweise es könnte daran liegen, dass dir Magnesium fehlt, wenn du zum Beispiel öfter mal Muskelkrämpfe hast in den Waden oder in den Füßen. Ich hatte das zum Beispiel in meiner Schwangerschaft oft. Gerade in dieser Zeit braucht der Körper sehr viel Magnesium. Dann, wenn du an Schlafstörungen leidest oder bei Verstopfungsproblemen, wenn du oft schnell leicht nervös wirst, bei Herzbeschwerden könnte auch an einem Magnesiummangel liegen und auch wenn du kalte Hände oder kalte Füße hast. Und ja, was macht man dann mit so einem Magnesiummangel? Man sollte darauf achten, dass man ein natürliches Magnesium zu sich nimmt. Und Magnesium ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig bei Stress. Wenn ich zum Beispiel ganz viel Stress bei der Arbeit habe, weil ich ein großes Projekt fertig kriegen muss, dann sollte ich meinem Körper viel Magnesium zuführen, damit der Körper das auch durchhält. Denn kennt ihr das? Ihr hattet eine stressige Zeit, irgendwie eine Woche voll durcharbeiten und danach wart ihr erstmal platt. Am Wochenende ist man dann krank oder im Urlaub, weil der Körper muss sich ja irgendwie erholen. Ganz schön blöd. Und Achtung auch bei Schilddrüsenüberfunktion oder Diabetes. Auch hier wird Magnesium benötigt. Und zwar richtig gutes Magnesium. Denn man sollte immer auf die Kraft der Natur setzen. Synthetische Vitamine werden oft im Labor hergestellt und sind nicht gut für unseren Körper. Die machen eher das Gegenteil. Deswegen achte darauf, wenn du dir Magnesium besorgst, es sollte natürlich und am besten natürlich auch vegan sein. Ich persönlich, ich nehme ein Atlantik-Magnesium-Komplex von Dr. Juchheim aus München. Er ist Arzt und entwickelt sozusagen Dinge, die für unseren Körper und für die Umwelt gut sind. Denn das ist sein größtes, ja, Anliegen, dass er nicht nur schnell, schnell irgendwas produziert, sondern dass er so Sachen entwickelt, dass es optimal für uns gut tut. Und unser Atlantik-Magnesium-Komplex wird von einer Rotalge vor der irischen Küste gewonnen. Dort ist das Meer auch noch sehr sauber. Und dieses Magnesium, dieser Komplex ist in Verbindung mit 72 Spurenelementen und enorm bioverfügbar. Also alle natürlichen Vitamine sind immer im Komplex enthalten, ganz, ganz wichtig und nicht nur ein einzelnes Element. Das Atlantik-Magnesium ist sehr gut, wie schon erwähnt, für die Muskeln, fürs Schlafen, für die Psyche, für die Knochen, für die Zähne und eben für unseren Energiestoffwechsel, gerade bei Stress. Also, wenn du merkst, dass bei dir was nicht stimmt, dann check doch mal, ob du genug Magnesium zu dir nimmst. Bei mehr Fragen melde dich gerne, meine Nummer findest du unten.